Willkommen zur Game Live Wertungskonferenz. Wir drei haben uns heute zusammengefunden, um über ein Spiel aus dem Hause BioWare zu reden, nämlich Dragon Age Origins. Wir drei, das sind Champ Nico. Vader. und ich, Serinox. Ja, Dragon Age Origins, der Hit von BioWare aus dem Jahre 2009. Vader, du hast es getestet. Ja. Fangen wir doch mal an mit Grafik und Sound. Okay. Also, die Grafik von Dragon Age ist hier bekanntlich nicht die beste. Und da ist der Sound sehr gut. Du hast 18 von 20 Punkten gegeben. Genau. Ja, fangen wir doch mal an zu diskutieren. Detailreiche Figuren, gute Animationen, ausgezeichnete Sprachausgabe und gute Soundkulisse. Also, ich schalte mich jetzt hier mal einfach mal rein und sag, ausgezeichnete Sprachausgabe, ja, auf jeden Fall, vor allem Also auf ich, Englisch. ja genau, das muss ich jetzt auch sagen. Also ich habe das Spiel ja nur auf Englisch gespielt und deutsche Version, da kenne ich nur ein paar Fragmente. Aber also auf Englisch ist die Sprachausgabe wirklich annähernd perfekt, auf Deutsch nicht so. Ist ja wie gesagt durch die Bank gut, aber ja, also ich Im glaube, O-Ton. Im O-Ton ist es einfach besser. auch Also das was ich und da so reingehört habe, also ich habe da mal ein bisschen reingehört ins Deutsche. So am Anfang einfach nur so, okay, so hört es sich auf Deutsch an. Und eben, da kommt halt nicht so richtig die Akzente rüber. Also wenn ich mich zum Beispiel an Morrigan erinnere, das ist halt schon ein deutlicher Unterschied. Und da hat die PC-Version auch den Vorteil, dass sie sich auch in der deutschen Version auf Englisch stellen lässt. Die Konsole-Ros haben Pech und müssen mit der deutschen Version vorlieb nehmen, wenn sie sich nicht gleich das Spiel aus England importieren oder sowas. Ja, Soundkulisse, also die Musik. Was sagt ihr dazu? Ich würde das ganz kurz noch was zur Sprachausgabe sagen, und zwar die deutsche Version würde ich wahrscheinlich, da würde ich da einen Punkt abziehen. Eben weil nicht alle Stimmen wirklich optimal sind. Also zum Beispiel Alistair finde ich persönlich jetzt ganz furchtbar in der deutschen Version. Ja. Das stimmt schon, ja. Okay, Die ja, Musik. Musik, genau. Die Musik ist wirklich, ja, ich muss sagen, ich habe schon besseren Soundtrack gehört in Spielen, aber es rangiert auch bei einem sehr gut. Und es reicht dafür, dass ich jetzt irgendwie dem Sound 10 Punkte gegeben habe. Ja, auch wenn es stellenweise vielleicht nicht ganz so toll ist, es gibt zumindest ein gutes Gesamtbild. Und manche Sachen sind einfach genial. Ja, also man kann nicht sagen, da fällt die Musik jetzt einfach aus dem Rahmen. Das ist gut, teilweise sehr gut. Nichts wirklich Überragendes, wo man sagt, daran wird man sich noch in 10 Jahren erinnern. Aber jetzt nichts, als ob man dafür großartig Abwertung geben müsste. Ja, genau, deswegen habe ich sie auch gelassen. Zum Positiven weiterhin bleiben wir bei der Grafik. Detailreiche Figuren und gute Animationen. Das Ja, kann ich also. von meinem Standpunkt aus nur bestätigen. Also, ich habe besonders die Sprach- und Gesichtsanimationen sind sehr gut. Ja, und ich muss da auch sagen, jetzt nochmal, um die Gespräche nochmal positiv hervorzuheben, da ist ja wirklich alles animiert. Da bewegen sich die Figuren auch und gestikulieren. Das hat man in vielen Rollenspielen eben nicht, zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, The Witcher, weil bei The Witcher zum Beispiel, da stehen sich die Figuren nur gegenüber und reden. Und bei Dragon Age ist halt Und wirklich dann Gestik dabei. gibt's. Noch bei Gothic war das nicht ganz so gut. Da haben sie zwar auch Ja. Gestik, aber. Das waren halt nur so Standard-Animation-Dings Ja. hier. Und Und das ist hier ja auch sieht man gleich eben schon am auch. Anfang. Entschuldigung. Ja, dann da sieht man eben auch, wie die ganzen Figuren artikulieren, wenn die. Und das ist einfach was ganz anderes. Das ist. Hat sich BioWare selbst übertroffen. Und Ja. zur Grafik mit den Gesichtsanimationen und sowas. Das bezieht sich alles auf die PC-Version, weil auf den Konsolen ist es alles detailärmer, die Grafik ist insgesamt zurückgefahren und es ruckelt stellenweise ganz schön arg. Also ich habe es auch auf dem PC gespielt, aber ich habe das eben auch auf der Konsole gesehen und da ist halt ein ganz gewaltiger Unterschied. Vader's Test bezieht sich auch auf die PC-Version, glaube ich. Ich glaube, die Konsolen-Version hat keiner gespielt und die soll nicht Inhalt unseres Tests sein. Also wir können dafür sogar separat was machen, weil das Gameplay da auch wesentlich schlechter ist im Also Prinzip. Aber es ist eigentlich nur die Steuerung, es ist eigentlich genau das gleiche. Also da wurde nichts Komplexes weggestrichen. ja, aber das soll ja auch jetzt nicht Thema sein, was ich auch noch erwähnen wollte mit den Gestiken. Das ist noch gleich am Anfang, wenn man nach Ostaga kommt, dann geht man mit Duncan ein Stück und redet halt die ganze Zeit mit ihm. Und sowas
gibt's leider nicht so oft. Was ich jetzt, muss jetzt ganz kurz noch einsteigen, was ich noch im Prinzip auf die Soundkulisse sehr positiv hervorwerten erheben will, weil es mir einfach sehr positiv aufgefallen ist. Und zwar, dass die Rüstungen beim Bewegen Geräusche machen. Und es ist auch, wenn man sich mit jemandem unterhält, der eine Rüstung trägt und dann macht er irgendwie eine Armbewegung, dann hört man, wie die Rüstung scheppert. Und Okay. das ist, ich kann mich nicht erinnern, das schon mal so in einem Spiel gehört zu haben. Das ist im Prinzip ein Detail, aber ich würde es doch gerne nochmal Also, darauf hinweisen, weil es mir eben so positiv aufgefallen ist. jetzt, wo du es sagst, also das ist Mir nicht einfach nur aufgefallen. atmosphärische Teilchen. Also jetzt, wo du es sagst, also davor hätte ich niemals das gesagt, aber jetzt, ja, stimmt, Ja, es ist sicher ein stimmt. Detail, aber ich finde, es ist ein ziemlich gutes Detail. Vor allem Na die gut. Details müssen hervorgehoben werden, was? Dann machen wir gleich weiter. Zu dem Negativen zu Grafik. Will da jemand was sagen? Ja, ja, die Ich. Texturen sind. Im Test ist die Kritik, dass die Texturen stellenweise matschig sind und stellenweise die Umgebungsgrafik enorm hässlich ist. Ja, nicht enorm Ja. hässlich, aber ja, wie gesagt, stellenweise fällt es eben schon auf. Ich habe da auch im Test einen Screenshot gebracht von Radcliffe. Das Ja. sieht in Bewegung noch ein bisschen schlimmer aus, aber es ist ja auf dem Screenshot noch nicht sonderlich hübsch. Ja, und die Umgebungsgrafik. Gut, dass die Texturen nun nicht so toll sind. Das haben wir ja schon in Mass Effect 1 damals gesehen. In Mass Effect 2 leider stellenweise auch. Ich muss mir gerade dazwischen schalten. Mass Effect benutzt die Unreal Engine 3 und die BioWare in Dragon Age benutzt BioWare eine ganz andere Engine. Ach so. Also, das sind unterschiedliche Engines. Ach Das haben so, sie okay. damals 2007 extra hervorgehoben. Dragon Age benutzt die. Oh, das war nicht die Aurora Engine, das war der Witcher, die Aurora Engine benutzt hat. Ich weiß gerade nicht, wie die Engine heißt, aber die wurde extra neu entwickelt für Dragon Age. Wird es wahrscheinlich eine Und eigene sein. es war 2007. Und 2007 sah es gut aus. Und selbst da hat man, glaube ich, gesagt, nicht wirklich überragend. Nee. Und jetzt 3 Jahre später muss man einfach sagen, es ist stimmig, aber eben auch teilweise matschig. Ja, das stimmt schon. Es ist auch, was ist ein gutes Beispiel? Zum Beispiel Statuen bei den Zwergen. Ist mir jedenfalls besonders aufgefallen, aber es ist, also die hä wirklich hässlichen Stellen, die sind zum Glück sehr selten. Also wie gesagt, Radcliffe beispielsweise, der Hintergrund. Ja. Und ja, gut, ich meine, wie gesagt, ich habe es jetzt um 2 Punkte abgewertet, deshalb. Ja. Das erschien mir jetzt fair einfach. Also das Spiel kaschiert das ja auch wirklich teilweise sehr gut, sehr Oh gelungen. ja. Aber das ist einfach stellenweise nicht mehr schön. Kommen wir zum Balance. Du hast 17 von 20 Punkten gegeben. Ja. Pluspunkte sind die 4 Schwierigkeitsgrade, die man auch jederzeit wechseln kann, und fast durchweg faire Kämpfe. Ja, 4 Schwierigkeitsgrade, die man frei wählen kann. Finde ich persönlich sehr gut. Wird ja jetzt immer mehr in Rollenspielen und Strategiespielen immer Standard. Das finde ich übrigens ziemlich gut, weil ich meine, wenn ich früher mal wirklich ums Verrecken an einer Stelle nicht weitergekommen bin, dann war ich ja quasi dazu gezwungen, dann zu cheaten, wenn ich das Spiel beenden wollte. Und ich mag jetzt diesen Trend, dass ich dann einfach irgendwie auf einen leichteren Schwierigkeitsgrad schalten kann im Spiel. Ja. Ja, das hatte ich zum Beispiel im Turm von Astagar. Da kam ich einfach an irgendeine Stelle, wo man in den Turm reingegangen ist. Da kam ich einfach nicht weiter, weil bis meine Krieger überhaupt erstmal in den Bogenschützen waren, wurden die schon von den Magiern gegrillt, die noch weiter entfernt waren. Und da habe ich mir einfach gedacht, nee, ich will nicht zurückstufen, aber dann irgendwann griff der Frust und dann habe ich gesagt, nee, ich spiele lieber auf leicht. Und das ist einfach ein Komfort, den ich mir in jedem Spiel wünsche. Also wenn ich sage, mir ist es zu einfach, da schalte ich hoch und wenn es mir zu schwierig ist, schalte ich runter. Also das ist, sollte man jedes Mal wieder sagen, das ist gut. Wobei ich sagen muss, glaube, ich weiß, welche Stelle du meinst, und das ist auch eine von denen, die ich im Test angesprochen habe. Das ist eine von den Stellen, die wirkt erst unfair, aber da musst du die richtige Taktik finden und dann geht's. Und wie Deshalb gesagt, auch fast durchweg faire Kämpfe. ja genau,
Es gibt, wie gesagt, auch unfaire Stellen, die einfach vom Gegner-Setup nicht sonderlich fair sind. Und wo man sich dann wirklich die Zähne ausbeißt, bis man irgendwie, bis man es dann mit Hängen und Würgen schafft. Da habe ich jetzt aber gerade, glaube ich, kein Beispiel parat. Naja, ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, wir wissen, was du meinst. Also, es ist nicht durchweg fair. Manchmal beißt man sich auch die Zähne aus, selbst mit der richtigen Taktik.